Ja, ich will mal kurz ein spontanes Video machen. Hatte ich schon vor längerem überlegt. Habe eigentlich jetzt ja auch gar keinen Bock da drauf. Erstens, weil ich eigentlich was anderes zu tun habe. Und zweitens, weil es eigentlich gar nicht so meine Art ist, was ich jetzt tun werde. Denn ich wollte eigentlich einmal versuchen, jemanden zu spielen. Also sich in jemanden reinzuversetzen, wie derjenige Social Media nutzt. Facebook, Twitter und so weiter. Instagram. Ich wollte mich mal versuchen, jemanden reinzuversetzen, der die ganze Zeit nur rumgeht auf Social Media, um Leute dumm anzumachen. Dumm anzumachen, Anführungszeichen. Was bedeutet das eigentlich, Leute dumm anmachen? Eigentlich mit so einer negativen Grundstimmung einfach so reinzuplatzen. Also angenommen, ich komme jetzt gerade irgendwie nach Hause, knall mich hier auf meinen Schreibtischstuhl, mach den Laptop an, und erstmal Facebook, Social Media und so, jetzt kassieren Sie mal alle richtig. Wem kann ich hier verbal jetzt mal richtig schön aufs Maul geben? Und dann möglichst überall das Negativste sehen, das Negativste anmerken und kein Wohlwollen, nichts, einfach nur gegen, gegen, gegen und was für Idioten hier überall sind und wie kann man nur und dann natürlich auch ganz wichtig im Befehlston, das macht man nicht, das verharmlost. Und jetzt versuchen wir einfach mal anzufangen. Ich habe schon vorbereitet, bin auf Facebook in einer Gruppe. Hier hat jetzt jemand eine schöne Blüm, schöne, schöne Wiese fotografiert und dann heißt das hier schöne Häuser und Ecken. Wenn ich jetzt böse wäre, müsste ich jetzt sofort kommentieren. Ja, wie kann man denn überhaupt so was Schönes fotografieren, wo Krieg ist? Gibt's ja nicht. Was soll das? Davon wird der Krieg auch nicht besser. Damit ist keinem geholfen. Es ist einfach nur zu schön. Schöne Scheiße. Ja, ich bin tatsächlich nicht so gut im Haten, aber irgendwie so ähnlich läuft das ja ab. Schauen wir mal weiter, was es sonst noch so gibt. Im Leben geht es nicht darum, wie man den Sturm überlebt, sondern wie man im Regen tanzt. Sondern im Leben geht es nicht darum, wie man den Leben. Okay. Also da möchte jemand den Diktator spielen, ja? Ja, im Leben geht es nicht darum, ja, du willst mir jetzt vorschreiben, wie ich zu leben habe. Ja, also da müsste ich jetzt einen Kommentar schreiben. Schön für dich. Ich finde, jeder sollte selbst entscheiden, wie er sein Leben führt. Und du hältst dich für einen freiheitlichen Mensch, du bist kleiner Diktator, willst mir vorschreiben, wie ich zu leben habe? Mir geht es nicht darum, wie man den Sturm überlebt, sondern wie man im Regen tanzt. Im Regen tanzen, was sollen denn im Hochwassergebiet dazu sagen? Regen, Wasser, Überschwemmung, geplatzte Staudämme, Übertretung von Ufern. Also, ja, also, was soll man sagen? Ah, hier, von dieser Poesie klingt immer so schön nach Blumen und so schnulzig und so positiv. Aber hier wird auch richtig doll immer gehatet und die Leute hacken auch aufeinander rum. Was gibt's hier? Oh, das ist ein Post, den kann man schon nicht nur kritisieren, den sollte man sofort beleidigen eigentlich. Also was ist das denn? Also man sollte sich mal an die eigene Nase fassen. Also ja, rundherum um einen sind immer die Bösen, klar. Rum herum alle irre wahnsinnig. Ja, aber man selbst natürlich Selbsterhöhung. Ja, man selbst ist natürlich so intelligent auf einem Thron und man selbst hält sich für was Besseres. Ja, man selbst hat die Wahrheit. Ja, und die anderen. Natürlich sind nur die anderen sind die Irren und Wahnsinnigen. Ja, klar. Ja, es lässt sich noch tun. Mal schauen. Was gibt es noch zu haten? Was gibt es noch? Okay, Dreisat. Fernsehprogramm. Ich spiele den Film wie der Untergang oder das Parfüm heute feiert. Du spielst und Megan, ihre Funktion Glitzerin ist. Wo lässt sich da was rausziehen? Natürlich, ein Zitat von ihr. Da kann ich sie jetzt persönlich angreifen. Natürlich stellt sich immer die Frage, was Kunst kann. Und jetzt könnte ich irgendwas kontextunbezogenes über Kunst schreiben. Für mich ist sie ein großes Ventil. Wahrscheinlich würde man die Gesellschaft nicht aushalten, wenn es die Kunst nicht gäbe.
Idealisierung der Kunst, das ist auch Idealisierung der Kunst, das ist ganz klar. Das ist Idealisierung der Kunst und überhaupt, für mich ist sie ein großes Ventil. Juckt mich nicht, ob das für dich ein großes Ventil ist. Auch als Frau würde ich sie jetzt haten können. Dein Mund ist doch ein großes Ventil, dass du so viel reden musst, die ganze Zitate irgendwo hinklatschen musst. Boah, so aufmerksamkeitsgeil und selbstverliebt, meine Güte. Also wie sie die Leute haten, können sie die Gesellschaft auch mit Kunst nicht aushalten. Meine Güte. Es kommt ja einer mit Schizophrenie. Kann man Schizophrenie haben? Wenn man noch nie im Leben Stimmen gehört hat. Ich hätte gerne mal Erfahrungsberichte von Betroffenen, die keine Stimmen hören, was denn Schizophrenie überhaupt ist. Will dir meine Zeit stehlen? Google doch einfach mal nach einer scheiß Antwort. Also, diese Frage kann man Schizophrenie haben, wenn man noch nie im Leben Stimmen gehört hatte. Also, was für ein Idiot. Also, als würde Schizophrenie immer mit Stimmenhören zu tun hängen. Also, wirklich. Meine Güte. Ich hätte gerne mal Erfahrungsberichte von Betroffenen, die keine Stimmen hören. Was denn Schizophrenie überhaupt ist. An sich echt eine sehr gute Frage. Ja, meine Güte, was ist denn mit der Bildung los? Als hätten die Leute keine Ahnung, was Schizophrenie ist. Es gibt ja auch noch hebefremde Schizophrenie. Es gibt doch nicht nur Stimmen hören. Was ist denn hier los? Ah, okay, Politik, FDP. Ja, das ist doch immer ein gutes Reizthema. Politik, da kann man richtig schön eigentlich mal draufhauen. Mhm, FDP, ja, FDP. Leistung, die FDP war nur sehr wichtig. Und Leistung muss sich wieder lohnen. Leistung muss sich wieder lohnen. Unsere Wirtschaft lebt vom Wettbewerb der überbordenden Versorgungsstaat, aber nimmt uns ein Unternehmen die Luft zum Atmen. Ja, hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, zu viel Text! Meine Aufmerksamkeit kann das nicht verkraften! Ich kann doch nicht so viel Text lesen! Das macht mich irre! Mein Gott! Da muss ich doch ein bisschen kürzer fassen! Da muss ich doch an die Menschen anpassen! Nicht so viel Text! Die Leute haben keine Aufmerksamkeit mehr! Bitte nicht so lange Texte, die mich überfordern! Jetzt reicht's mir! Ich muss ja noch weiterlesen! Arno Grün wartet auf mich! Ich will die Gesellschaft verstehen! Wo kommt der Hass her? Arno Grün verrat am selbst! Ich muss weiter recherchieren! Sorry!